Herzlich willkommen zu Monday Night Raw. Wie auch in dieser, wie auch in den letzten Wochen, haben wir heute eine Titelverteidigung im Main Event. Es geht um den Tag Team Titel. Also seid gespannt. Und ihr weitet noch des heutigen Abends. Die heutige Show wird eröffnet von unserem General Manager Hogan. Hall of Famer einer der größten aller Zeiten. Ihn könnte man schon als Weltstar bezeichnen. In der Wrestling-Szene. Zuallererst mal herzlich willkommen hier zum Monday Night Raw der dritten Folge unter meinem neuen Amt als General Manager. Letzte Woche gab es ja ein paar Probleme mit Otis Dusewitsch. Wir haben es jetzt backstage geklärt. Es wird ab nächste Woche ein Turnier geben. Der Gewinner dieses Turniers wird dann sein neuer Tag Team Partner. Er hat dieses Turnier dann nämlich selbst ausgewählt, also dürfte da keiner dabei sein, mit dem er nicht gerne Tag Team Arbeit berichten würde. Des Weiteren wird es an Extreme Rules ein Triple Threat Match um den Universal Championship geben. Roman Reigns wird natürlich Teil des Ganzen sein als Champion, aber auch Apollo Crews wird Teil des Ganzen sein. Dazu kommt, heute wird noch ein Number Contender Match stattfinden für den dritten im Bunde. Es wird aber auf diesmal ein Face hinzukommen, damit auch ein bisschen Würze in dieses Match reinkommt und ein bisschen mehr Spannung. Den Namen werde ich jetzt nicht verraten, soll natürlich auch eine kleine Überraschung werden. Außerdem und wenn es um den Universal Championship geht, geht es natürlich auch um den Universal Champion Roman Reigns.
Augen. Ich verstehe, dass ich in diesem Match bin, dass es ein Match geben wird. Aber warum ist schon wieder Apollo Crews TNT Universal Championship? Er hat sein Rematch vorbei im Wochen gehabt. Ich habe ihn besiegt. Ende der Sache. Er ist in diesem Match wegen dem Eingreifen der Usos am SummerSlam und wegen den Usos an eurem Rematch. Als Ausgleich. Deswegen ist Apollo Crews in diesem Titelmatch. Lebt damit. So einen Schwachsinn habe ich selten gehört. Weißt du? Es gibt hier zig Leute, die Eingriffe für irgendwas haben. Und dadurch immer durchgekommen sind. Die Usos haben im Rematch keinen großen Einfluss gehabt. Sie haben im SummerSlam nur ihre Musik abgespielt. Wo ist da der große Eingriff? Der Eingriff muss ja nicht körperlich sein, aber er kann auch mental sein. Und das musst du bedenken. Das muss ich bedenken als General Manager. Ich muss ja alles fair. Es muss alles hier fair zugehen. Und dafür bin ich zuständig. Und als Fan des HBO bekommt Apollo Crews diese letzte Chance. Und das Resultat wird dasselbe sein. Die Fans werden sich nicht freuen, wieder mich gegen Apollo Crews zu sehen. Ebenso wenig wie ich. Es wird nur eine weitere Niederlage für ihn sein. Ich verteidige gerne meinen Titel gegen diese ganzen Schwächlinge da im Locker-Room. Aber Apollo Crews hatte seine Chance. Hör mal zu, Roman. Ich bin der General Manager, nicht du. Ich mache die Matchcard, nicht du. Du hast immer noch ein Problem mit Apollo Crews. Das weiß ich. Also passt es in eure Rivalität rein. Ihr werdet dieses Match haben. Mit dem Namen Contender. Für ein bisschen mehr frische Luft. Hogan, du hast die letzte Woche nicht beliebt gemacht. Und auch Roman Reigns legt Hand an gegen den gegen unseren General Manager Hulk Hogan. Auch Roman Reigns, der Universal Champion. Legt Hand an gegen den neuen General Manager, wie bereits. Otis Tucevic, vergangene Woche. Harte Rechte von Reigns und Hulk Hogan ist einmal und alter natürlich chancenlos gegen einen Roman Reigns. Und die Offizierten halten Reigns zurück und schützen ihn. Und nun folgt das erste Match des heutigen Abends. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Cardiff, Wales. Weighing in at 147 pounds. Mark. Der Highflyer aus dem Performance Center. Letzte Woche hatte Paul Quinn die Möglichkeit hier zu sagen, was er kann. Heute ist es Mark Andrews.
Sehr gerne, ich will es ihm aber nicht leicht machen. Ehemaliger WWE, Universal, United States und Tag Team Champion Bray Wyatt. Das Ganze rund um eben und The Fiend ist immer noch ziemlich unklar, was da jetzt alles vorgefallen ist, wer ist und wie es weitergeht. Mark Andrews gegen Bray Wyatt und er legt direkt los. Andrews ohne Chance bisher. I'm the eater of world. Von Wyatt, aber immer noch Mark Andrews ohne jegliche Offensive. Jetzt Punching Boy benutzt für Bray Wyatt. Kopf von Bray. Boah, mal die offensive Aktion dann von Andrews, aber die hält nicht lange an. Suplex! Andrews hangelt sich an die Seine hoch. Gefundenes Fressen für Bray Wyatt. Vertical Suplex. Klar dagegen, Mark Andrews. Mit in die Ecke und Bray Wyatt mit voller Wucht. Rennt er den Armen Mark Andrews über. Wieder die Shoulder Claw dagegen Mark Andrews, aber es scheint, als könnte er sich mal rauswinden. Er will den Schmerz versuchen zu ignorieren, aber auch das eine gute Aktion war gegen Mark Andrews. Cover von Bray Wyatt. 1, 2, 3, klare Angelegenheit für den Eater of Worlds. Das Match, es ist vorbei. Nicht mal ein Sister Abigail wird benötigt.
Hier sehen wir nochmal den Uranagi, der zum Sieg geholfen hat. Das Cover hinterher. 1, 2 und 3. Das Match ist vorbei. Kurzer Arbeitstag. Für Bray Wyatt. Und kommen wir direkt zum zweiten Match. Es ist das Number One Contender Match, was eben Hulk Hogan angesprochen hat. Contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Lucerne, Switzerland. Weighing in at 232 pounds. Cesaro! Vergangene Woche noch als Intercontinental Champion aufgetreten. Heute hat er die Möglichkeit, einen Titelmatch zu bekommen für einen größeren Titel. Den muss er nur nutzen. Bei seinen Erfolgen letzten Wochen, letzten halben Jahr, stehen seine Chancen nicht besonders schlecht. Auch der ehemalige Mr. Money in the Bank hätte gerne eine Titelmöglichkeit. Zu seinem Verlust des Money in the Bank Koffers. Es ist nur gerecht, dass er hier auch noch nämlich bekommt, Number One Contender zu werden. Der ganz recht ist das Ganze ja nicht abgelaufen. Sind aus der Sicht von Monday Night War. Cesaro gegen Ali. Cesaro natürlich mit 1,96 Meter wesentlich größere Reichweite. Den Kopf größer als Ali. Darauf sieht ja aus wie so ein Big Man, was er eigentlich gar nicht ist. Er ist ein sehr großer Mann mit 1,96 Meter, aber kein Big Man über 2 Meter. Von Ali, sehr stark. Und der Dropkick. Cover vom High Flyer, aber nein. Cesaro kommt heraus. Ali wurde bei den Slam Awards vor einigen Jahren als bester Rookie des Jahres nominiert. Gewinnen konnte es aber doch nicht. Da hatten Alistair Black und auch ein bisschen bessere Karten, denn sie hatten Gewinne vorzuzeichnen, die halt statistisch gesehen sie unsterblich gemacht haben. Aber so habe ich gesehen. Denn da war ein Titel dabei. Es war sowas wie ein Elimination Chamber Match liegt dabei. Und wir wissen mehr. Ein Match mit viel hin und her bisher. Cesaro schaut jetzt ab und jetzt mal kurzzeitig die Führung zu übernehmen. Cesaro vom zweiten Ringseil und jetzt enthüllt hier auf einmal die Musik von Bobby Lashley. Mit einem starken Uppercut hier von Cesaro gegen Ali.
Was mischt denn jetzt hier Bobby Lashley ein? Und Ali mit dem Spinning Heel Kick gegen Cesaro. Der Sheepshot gegen den Schweizer. Was kann Ali denn dafür? Starker Suplex von Ali. Step up in the Gurry. Und ein Salto hinterher. Für die Fans. Und Ali schmeißt jetzt hier Cesaro raus. Der erstmal schauen muss, was hier jetzt abgeht. Und Ali mit dem Suicide Dive. Wäre hier fast auch ein bisschen zu weit gesprungen und in den Tisch gelandet. Ali gibt direkt aufs Top Rope mit seinem Splash. 150 Splash von Ali. 2, 3. Wir haben einen neuen Number One Contender. Dank des Eingriffs von Bobby Lashley ist nun Ali der neue Number Contender. Es sah sehr ausgeglichen aus, doch dieser Moment, dieses Ablenken, gab Ali einen entscheidenden Vorteil, den er ausnutzte. Ist der Punkt schnell vorgegangen. Glückwunsch an Ali. Bevor wir jetzt hier zum Main Event kommen, noch ein kleiner Auftritt von Camelot. Der immer noch im Treehouse ist mit dem Celtic Warrior Sheamus. Liebe Leute, ich bin jetzt nicht hier, um hier großartig wieder Rede über Sheamus zu reden. Worte zu schwingen über jemanden, der ein Feigling ist, der sich dafür drückt, Niederlagen einzustecken. Dafür drückt, sich weiterzuentwickeln, dafür drückt, anzuerkennen, wenn andere stärker sind. Dieses Verhalten zeigt Sheamus so oft in letzter Zeit, vor allem mir gegenüber, am SummerSlam und vielen anderen Momenten auch. Wenn er dabei ist zu verlieren, greift er zu unfairem Wissen, lässt sich disqualifizieren und kann am Endeffekt sagen, ich wurde nie gepinnt von dem, er hat mich nicht richtig besiegt. Doch liebe Leute, das ist heute nicht hier mein Punkt, warum ich hier draußen stehe. Nein, es ist ein ganz anderer. Nach den Abgängen von Daniel Bryan, Braun Strowman aus der WWE und dem Wechsel von Rey Mysterio von Raw nach SmackDown hat die Face Location, den Face Locker Room hier eindeutig in Kürze angezogen. Wir brauchen ein neues Face hier bei Monday Night Raw. Und dieser Face-Gesicht, das werde ich. Ich werde allen beweisen, dass ich der beste Face hier bin und werde Roman Reigns entthronen.
Und Sheamus mischt sich auch in diese Situation ein und lässt Kevin Owens sich mal 5 Minuten alleine mit dem WWE-Universum. Owens, ich bin mal so nett und sag dir es ins Gesicht. Mach dich hier nicht zur Lachnummer. Du, der Face der WWE, der Face bei Monday Night Raw, du, was das Äquivalent zu Roman Reigns sein, besser als das Äquivalent zu jemandem wie Mark Andrews. Nichts gegen dich, Mark, aber Sheamus, du bist scheiße wie die Nacht. Dein Feigling und mehr nichts. Zu dir gibt es hier nicht mehr viel zu sagen als Feigling, Schwächling, überbewertet, Selbstüberschätzung, keine Selbstreflektierung. Dein Weltbild ist komplett falsch. Das Weltbild, was ich dir an Extreme Rules aufdrücken werde, dass ich dir an Extreme Rules aufzwingen werde, nein, ich zwinge es dir nicht auf, denn es ist die Realität. Ich bin besser als du. Am SummerSlam, tja, ich wollte mir nicht die Möglichkeit nehmen, dich ein drittes Mal herauszufordern, ein drittes Mal mit dem Ring zu schlagen, ein drittes Mal dich zu besiegen. Du hast mich nicht einmal besiegt. Es wäre, wenn, die dritte Niederlage für dich gegen mich in Folge. Meine The Bank ging an mich. SummerSlam ging an mich. Auch offiziell. Dieses Qualifizierung von dir gilt als offizieller Sieg für mich. Und Extreme Rules wird es mein nächster Sieg sein gegen dich. Also, wenn ihr einer wem was aufzwingt, dann ich dir. Und dir fehlt es an Erfahrung, dir fehlt es an Wissen, dir fehlt es an Reichweite. Du denkst nicht weit genug. Mind Games, das Wort. Ich weiß, es ist ein Fremdwort für dich, weil Psychologie ist nichts für dich. Sheamus, du bist ja immer der gern Taten sprechen, anstatt Worte. Und Orton lässt Taten sprechen anstatt Worte und greift hier Sheamus an. Er hat langsam genug von seinen spritzenden Insecurity. Kontert hier den abgefangenen Tritt von Sheamus. Kevin Owens hat genug von Sheamus und seinen Spirenzeln und greift zu härteren Mitteln. Ausgemischt von Sheamus, aber Owens bleibt in der Offensive. Sheamus kontert. Owens bleibt dran. Superkick gegen Sheamus. Und eine Clothesline hinterher. Ein Offizieller muss hier Kevin Owens zurückhalten, um keine schlimmeren Verletzungen bei Sheamus hervorzurufen. Und kommen wir nun zum Main Event des heutigen Abends, dem Tag Team Championship. The Raw Tag
introducing the challengers at a combined weight of 458 pounds, Jinder Mahal and Shinsuke Nakamura. Der Besitzer hält damit eine weitere Chance, ihre Tag-Team-Titel zurückzubekommen, die sie am SummerSlam verloren haben. Ein Monat waren sie die Nummer 1 im Tag-Team-Geschäft von Money in the Bank bis zum SummerSlam. Und abermals treffen sie auf Miss und Morrison, die jetzt seit Morrisons Rückkehr zum zweiten Mal Tag-Team-Gold tragen. Natürlich heiß begehrt und beliebt hier im WWE-Universum. Das sieht man auch in der Aktion der Clown. Seit WrestleMania sind sie es gewohnt, Tag Team Gold zu tragen. Einmal Pause gab es dazwischen zu Money in the Bank und zu SummerSlam. Jetzt haben wir wieder die Titel. Um diese weiter zu behalten, müssen sie erstmal heute gewinnen. Das Match beginnt zwischen Mahal und The Miz. Und Mahal mit seiner größeren Reichweite mit den ersten Schlägen, aber der Champion wehrt sich. Hält Mahal instant aufs Topboard, aber das ist zu früh. So lang ist Mahal nicht beeinflusst von ein paar Schlägen. Direkt schon am Anfang, Mahal mit dem Konter. Wie viel hin und her in diesem Match, starke Konter von The Miz. Beide wollen hier den Titel nicht abgeben, frühzeitig. Hier einen Favoriten festlegen. Schöner Konter von Mahal. Er Knie gegen Miss Gesicht. Und jetzt Mahal. Setzt mal nach. Vertical Suplex. Der geht durch. Ganz hätte die erste Auseinandersetzung Mahal für sich entschieden. Gut ausgewichen von dem Miss. Es geht mal gegen Turnbuckle. Tag bei Miss und Morrison. Und jetzt die Tag Team Kombination und Mahal lernt das Fliegen. Cover 1, 2, Kick out vom Challenger. Zum Bearbeiten den Nacken von Mahal. Schöner Kick ins Gesicht. Morrison mit der starken Offensive da den ehemaligen WWE-Champion. Der vielleicht ein bisschen mehr wehren sollte. Wieder auf den Beinen. Und jetzt gibt's den Tag. Nakamura ist im Ring. Aber auch der bekommt die Offensive von Morrison zu spüren. Vorarm von Morrison.
Dieser Kick wird abgewehrt von Nakamura. Oh, dieser Scoop Slam auch abgewehrt von Moses. Sehr stark bisher bei den Champions. Und bin in die Ecke. Gibt es den ersten Tag bei den Champions mit Tag Team Aktion, den zweiten. Entschuldigung. Bisschen im harten Schlag gegen Nakamura. Und der rollt jetzt hier kurzerhand den Champion mal ein. Hier ist eine Chance. Kickout. Aber die Chance wurde nicht genutzt. Und Neckbreaker von Nakamura kontert hier The Miz aus. Starke Aktion vom Challenger. Miz auf die Schulter von Nakamura. Sehr stark von ihm, Ron. Kickout. Kick gegen Miz. Hier der Knee Strike von The Miz und er bricht das Momentum komplett. Tag Mawson ist wieder im Ring. Russian Electric. Auch dieser Pinfall geht nicht durch von Mawson, die Aussage nochmal von ihm. Tag bei Miz und Mawson. Wieder ist Miz drin. Kurz erholt Pause und jetzt ist er wieder fit für die nächste Runde in der Tag Team Business. Und dieser Tritt wird von Nakamura abgewehrt. Close-Up von Nakamura. Nakamura jetzt mit Miz außerhalb des Rings. Apron. Backbreaker. Von Nakamura. Geht für das Cover gegen den Miz. 1, 2, Kicker vom Champion. Der hier nicht einknickt. Natürlich, warum sollte auch Miz hier einknicken? Herausragende Form im letzten Jahr. Schön gekontert hier. Nito Face. Und Nakamura ist erlöst. Mahal geht in den Ring rein. Aber Miz macht das stark. Übernimmt die Offensive gegen Mahal. Hit Kicks. Treffen den Modern Day Maharaja direkt ins Gesicht. Abgewehrt von Mahal. Shoulder Tackle in der Ecke gegen Miz. Nächster Tag bei Nemesis. Und Nakamura mit einem Lauf. Und was für ein Tritt gegen den Champion. Cover. 1, 2. Kickout vom Champion. Und er fällt und hier wieder der Knee Strike. Mawson wieder im Ring. Dann Spinning Neckbreaker gegen Nakamura. Cover 1, 2, Kickout. Der Challenger bleibt im Ring. Bleibt im Match. Ist aktiv. Nakamura mit den Kicks hier und Schlägen gegen Mawson. Der kann kontern. Und in die Seite. Mawson im Dropkick gegen Nakamura. Und er bindet sein Momentum. Mawson.
aufs Top Rope. Oh, der springt ins Leere. Mahal und Nakamura machen den Tag Close sein von Jinder Mahal. Und er bittet hier schnell das Momentum von John Morrison. Aber da können wir hier kontern. Und in die Ecke. Und Moonsault, Springboard Moonsault von John Mose gegen Mahal, 1, 2 und Mahal mit dem Kicker. John Morrison so kurz davor, hier und heute den Titel zu verteidigen und das Ganze mit Nemesis endlich abzuschließen. Aber Mahal hält irgendwie Nemesis. Tag bei den Champions, Miss Image. Gut abgewehrt hier von Mahal und was für eine Kraft hat der da? Was für eine Kraft gegen Miss Kickout vom Champion. Mahal hier mit Miss in der Ecke, hebt ihn hier hoch. Top. Es könnte gefährlich für den Champion werden. Mahal. Superplex. Scoops von Mahal hinterher. Nächstes Cover vom Challenger. 1, 2. Kickoff. Oh, der Tag wurde gekontert von Miss. Stark von Champion. Der jetzt hier zum Zug kommen musste. Ansonsten wäre es eng gewesen. Und auch der Tag bei Nemesis. Beide Tag-Partner tauschen aus. Stark. Nakamura mit der Offensive gegen John Morrison. Und der Suplex gegen John Morrison. Nakamura in der Offensive. Cover gegen Morrison. 1, 2. Kickout vom Champion. Aber der ist schnell wieder auf den Beinen. Aber Nakamura versucht offensiv zu bleiben. Schafft es aber nicht. Konter von Nakamura. Und er rollt jetzt hier Morrison ein. Cover 1, 2, Kickout von Morrison. Konter von Morrison. Stark. Sein Neckbreaker. Swinging Neckbreaker gegen Mahal. Stark von Morrison. 1, 2. Und Mahal unterbricht das Cover gegen Nakamura. Und Morrison bringt Nakamura da in die Ecke. Wir wollten wissen alle, was er hier vorhatte. Was für ein Konter von Shinsuke Nakamura. Gegen John Morrison. Und Nakamura Kinshasa. Gegen Morrison. Cover. 1, 2. Und Miss. Geht dazwischen und er lernt jetzt das Fliegen.
Tag bei Nemesis. Und was machen die hier? Superkick! Kinshasa-Kombination von Nemesis. 1, 2, 3. Nemesis sind die neuen Tag Team Champions. Einmal splitten sie kurz hier Miss und Morrison, der hier nicht mehr eingreifen kann. Morrison noch nicht ganz wieder auf den Beinen nach dem Kinshasa. Und dann kommt ein Superkick. Kinshasa-Kombination von Nakamura. Mal nach dem Finisher von Nemesis. Und dann war's das. Nemesis haben wieder Tag Team Gold. Und erneut fehlt Nemesis nur noch ein Titel. Der Universal Champion von Roman Reigns. Das war's für heute mit Monday Night Raw. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche noch.